Erstmal Barakallahu fik für die Ermahnung, inshallah, für die Erinnerung. Sehr wichtig, inshallah. Al-Insan, das Wort Insan auf Arabisch stammt aus Al-Nisyan, Yansa. Summi al-Insanu Insanan li'annahu Yansa. Wa kadhalik al-Qalb, summi al-Qalb li'annahu sari'u al-Taqallub. Das heißt, sinngemäß der Mensch heißt im Arabischen Insan, weil er sehr viel vergisst. Der Mensch vergisst viel, subhanallah. Und das Herz heißt im Arabischen Qalb. Al-Qalb kommt von Taqallub. Das heißt, das Herz ist sehr wechselhaft. Ist sehr veränderlich. Sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht sinngemäß in einem Hadith über das Herz und beschreibt die Wechselhaftigkeit des Herzens. Er hat ihn beschrieben, sallallahu alaihi wasallam, wie ein Feder, welcher an einem Baum hängt in der Wüste, welcher vom Wind hin und her umher gewirbelt wird, von innen nach außen, von außen wieder nach innen. Wir wissen, bildlich, stell dir das bildlich vor, ein Feder hängt in der Luft und wird vom Wind hin und her gewirbelt, subhanallah. So sehr sind unsere Herzen. هكذا يتقلب القلب بسرعة sehr schnell. In anderen Hadith beschreibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die Wechselhaftigkeit des Herzens wie ein kochendes Kessel, in dem Wasser drin ist, wie wir alle manchmal ein Kessel benutzen und da drin, subhanallah, kochen wir Wasser und es fängt an zu brudeln. Das Herz, sagt Rasulullah, ist wechselhafter und veränderliche alles diesem brodelnden Wasser. Das heißt, mal bist du stark im Dien, dass du, mashallah, die 5 Gebete einhalten kannst, plus dann die Sunna dazu und freiwillige Gebete dazu. Und du kannst viel Da'wah machen, mashallah. Du kannst das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, alhamdulillah. Das heißt, man kann sehr vieles tun, walillahil hamd. Aber manchmal bist du so schwach, dass du sogar, a'udhu billah, an dir selber zweifelst, ob du überhaupt noch ein Muslim bist oder nicht. Ja? Weil ein Nafs laha iqbalun wa idbar. Das heißt, unsere Nafs, manchmal befinden wir uns in einem Zustand des Iqbal. Iqbal heißt in einem Zustand, wo du dich fit fühlst, mashallah, du bist stark, man eilt zu den guten Taten. Manchmal fühlt man fi halati idbar. Idbar heißt, Nafs ist schwach und es ist so, ob man rückwärts fährt. Nafs hat keine Kraft. Das ist die Lage des Menschen. Unsere Herzen sind wechselhaft. Unsere Seelen, mal sind sie fit und stark und energisch, was die Ibadat betrifft. Mal werden sie gebremst oder die gehen rückwärts, wal'iyadu billah, indem man vielleicht manchmal sogar nur noch die 5 Gebete halten kann. Es gibt eine Nasiha von Sayyid Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Der hat gesagt, wenn ihr euch in halati idbar befindet, Iqbal befindet. Das heißt, wenn ihr in einem Zustand seid, wo ihr euch gut fühlt, alhamdulillah, und ihr seid leicht, alhamdulillah, und fit und energisch, sagt, dann verrichtet viele freiwillige Taten. Viele freiwillige Taten. Denn diese freiwillige Taten, liebe Geschwister, sind sehr wichtig. Das ist ein Grund, ein Sabab, dass wir Allahs Liebe subhanahu wa ta'ala erlangen. Allah hat es versprochen. Es gibt nichts, womit wir Allah subhanahu wa ta'ala annähern können, wie die Pflichten. Danach kommen die freiwilligen Taten, liebe Geschwister. Mit den vielen freiwilligen Taten, die wir verrichten, erlangen wir Allahs Liebe subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Und fi halat al-idbar, das heißt, wenn ihr schwach seid, wenn ihr gebremst werdet von euren Nafs, dann mindestens, sagt er, haltet euch an die Pflichten fest. Mindestens. Nicht ausrutschen. Das heißt, wenn es hinter den 5 Gebeten geht, das ist, a'udhu billah, gefährliche Zone. Und da sehen wir viele Muslimin, mal beten sie, mal nicht. Und die sehen das als eine leichte Sache. Das ist der Beweis, dass der Iman sehr schwach ist. Der Iman ist sehr schwach. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, nach dem Tod des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, er hat Menschen gesehen, die Sünden gemacht haben, welche sie nicht als groß gesehen haben. Als er das gesehen hat, sagte er,
Ich habe Menschen erlebt, damit meint er die Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er meint die Sahaba radiyallahu anhum. Er sagt, ich habe Menschen gesehen, die haben kleine Sünden gesehen, gemacht. Und sie sahen sie alles al-Mubiqat. Mubiqat heißt alles eine vernichtende Sünde. Eine der größten Sünden. Der Unterschied sind die Herzen, liebe Geschwister. Die Herzen sind unterschiedlich. Deren und unsere sind ein Unterschied. Und deswegen, warum ich das kurz erwähnt habe, weil ich mich bedankt habe bei dem Bruder Barakallahu Fi, dass Allah ihn benutzt hat für diese Sache, dass es sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir immer wieder in solche Ermahnungskreise erscheinen. Immer wieder. Man soll es nicht verachten. Und man soll es auch nicht sagen, weil der Anzahl gering ist, ich komme nicht. Nein, du kommst nicht wegen dem oder wegen dem oder wegen Abu Ubaida oder Abu Hamza oder Abu Weiss Allah. Wer? Nein, ich komme wegen Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, As-Su'al, die Frage zu stellen. Das heißt, wenn ich etwas nicht weiß, gehe ich zu einem Alim. Fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, wer sind ahl al-dhikr? Jetzt viele, leider viele Brüder und viele Schwestern, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten, verstehen ahl al-dhikr, das sind die Sufis, die viel Dhikr machen. A'udhu billah. Das ist ein Beweis, dass wir unwissend sind im Islam. Das ist ein Beweis, dass wir uns nicht beschäftigen mit dem Koran. Und vielleicht kann es sein, dass wir den Koran lesen, aber nicht begreifen und nicht verstehen. Weil wir den Koran so verstehen, wie wir wollen. Der Koran wird nicht so verstanden, wie wir wollen, sondern wir müssen zu Ulama gehen. Warum? Weil Allah im Koran befohlen hat, zu Ulama zu gehen. Ahlul Dhikr sind die Ulama. Das sind die Gelehrte, liebe Geschwister. Nicht irgendeiner, der vielleicht in der Ecke sitzt und 24 Stunden Dhikr macht, noch nicht mal auf die Art und Weise, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Das sind nicht Ahlul Dhikr, diese Leute. Ahlul Dhikr sind die Gelehrten. Das sind die, die das Wissen vom Propheten geerbt haben. Und die Erbe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist seine Erbe gewesen? Geld? Besitz? Nein. Der Beweis dafür, ich erinnere euch kurz an den Hadith, die Geschichte von Abi Huraira radiallahu anhu. Abi Huraira ging einmal in Medina zum Markt und sah, die Leute sind beschäftigt, abgelenkt, Dunya, wal'iyadu billah. Denn natürlich, er hat gesehen, die Menschen interessieren sich für Dunya. Guck mal, wie die Hikma von den Sahaba, der Hikma bekommt, hat viel Khair von Allah bekommen. Und die Sahaba hatten Hikma. Von wem haben sie gelernt? Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Huraira sieht, die Leute lieben Dunya, sind beschäftigt mit Dunya. Wie kann ich sie zur Moschee bringen? Guck mal, was wir lernen müssen. Die Weisheit, wie ich einen Bruder zur Moschee bringe. Wie ich jemanden, ob der Muslim ist oder nicht Muslim ist, wie ich ihn den Weg zur Rechtleitung zeige. Mit Barmherzigkeit, mit Rahma. Denn wir haben schon oft gesagt, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Menschen umgegangen ist. Das ist unsere Lehre, alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Abi Huraira überlegt. Dann hat er die Leute gerufen und gesagt, kommt her, beeilt euch. Im Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird seine Erbe, die Erbe vom Propheten, verteilt und unter den Menschen geteilt, ausgeteilt. Die Leute haben sich gefreut. Was war das Erste, was in den Sinn dieser Leute gekommen ist? Geld, Besitz, etwas, was von dieser Dunya ist. Dann sind sie alle gegangen, aber Abu Huraira radiallahu anhu hat dort gewartet, weil er wusste, dass sie was ganz anderes verstanden haben, als das, was er gemeint hat. Die Leute gehen und kommen zurück. Sie haben nicht das in der Moschee gefunden, was sie erwartet haben. Die Moschee ist kein Restaurant hier. Die Moschee ist kein Bazar. Die Moschee ist kein Markt. Wenn du die Tür hier betrittst, lass die Dunya draußen. Lass die Dunya draußen. Für eine Weile. Heute ist es so schwer, subhanallah, sich von Dunya loszulassen. Wallahi, noch nicht mal im Gebet. Ich erinnere mich an einen Scheich, hat einmal erzählt. Er hat gebetet und der Arme, der hat am Ende, er war unsicher, wie viel er gebetet hat. Er wusste nicht genau. Subhanallah, dann hat einer gesagt, ich weiß, dass wir viel gebetet haben. Und das ist wirklich passiert, die Geschichte. Er sagte, woher weißt du denn das? Er sagte, ich habe 4 Läden. Bei jeder Raka habe ich in einer meiner Läden gedacht. Wal'iyadu billah. So konnte er sich im Gebet noch erinnern an die 4 Raka'at. Subhanallah. Es gab einen Sahabi,
Subhanallah, dessen Fuß war von A'udhu Billah von einem Geschwür betroffen, er musste ab. Wisst ihr, wann er das abgemacht hat? Wann sie seinen Fuß abgeschnitten haben? Im Gebet. Das war wie ein Betäubungsmittel. Weil die Ulama sagen über Sahaba radiallahu anhum, wenn sie im Gebet standen, der Körper war hier, aber die Seele ist aufgestiegen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie stand vor Allah azza wa jalla. Deswegen As-Salah mi'rajul mu'min. Das Gebet ist der Aufzug des Mu'min. Wohin? Zu Allah. Du bist auf der Erde, aber dein Herz, deine Seele ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber ehrlich gesagt, oft subhanallah, sind viele Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten, die sind gestört, wenn die sehen, gibt es in der Moschee Da'wah. Die sagen, nein, wir wollen keine Da'wah hier, wir wollen einfach fünfmal beten und ein bisschen ab und zu mal essen, Video gucken, lass uns in Ruhe. Das ist eine Moschee. Jetzt gucken wir, wie die Moschee von Rasulullah s.a.w. war. Die Leute kamen zurück zu ihm, zu Abu Huraira radiallahu an. Ja, Abu Huraira, wir haben nichts gefunden in der Moschee. Von dem, was du gesagt hast. Er sagt, was habt ihr gesehen? Er sagt, wir haben Kreise in der Moschee gesehen. Was für Kreise? Menschen haben Kreise gebildet. Und was haben die gemacht? Und ein Kreis war zuständig für Koran. Die haben Koran gelernt. Ein anderes war für Fiqh. Das andere war für Hadith. Kreise von Ilm. Ermahnungskreise, wo die Menschen sich gegenseitig erinnert haben. An was? Heute findest du leider, wenn du ein Fußballspiel verpasst hast zu Hause, dann komm zur Moschee. Denn es gibt eine Live-Übertragung vielleicht danach. A'udhu Billah. Das ist das Haus Allahs. Das ist nicht hier für Dunya. Das ist nicht für Geschäfte zuständig. Nein. Hier sind wir, liebe Geschwister, um unsere Herzen zu reinigen. Denn guckt euch die Moschee von Rasulullah sallam, wie er angefangen hat. Von dort hat der ganze Islam angefangen. Von dieser Moschee. Die Moschee ist dafür da, um Muslimin zu erziehen. Rasulullah hat die Seelen von Sahaba dort gereinigt. Dort hat er die Herzen von Sahaba gefestigt mit dem Iman. Dort hat er ihre Herzen verbunden. Mit wem? Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ehrlich gesagt, sind unsere Herzen in der Moschee in Verbindung mit Allah. Ich will nicht wissen, wie wir draußen sind. Wenn hier unsere Herzen, Allahu a'lam, wo sie schweben. Aber was ist, wenn wir zu Hause sind oder draußen? Wie ist die Lage? Und dann wundert sich die Umma, dass wir in so einem Zustand leben heute. Wallahi, wir sind selber schuld. Wir haben viele Voraussetzungen im Koran nicht erfüllt. Wie der Bruder von sagt, Allah ruft, ja ayyuhal ladina amanu. Wer antwortet? Wo sind die Mu'minin? Wenn nicht wenige geblieben sind in dieser Umma. Hat Rasulullah s.a.w. nicht gesagt, 1,5 Milliarden sind wir ungefähr, Wallahu a'lam, Muslimin. Aber wie schwer wiegen es dieser Umma? Wie viel wiegt dieser Umma? Nichts. Schaum am Meer, fertig. Kein Gewicht. Erst müssen wir Dunya aus unserem Herzen rausholen. Wallahi. Dunya ist wie ein Felsen zwischen dir und Allah. Dunya ist wie eine Schere, die Verbindung abschneidet zwischen dir und Allah. Hat Rasulullah s.a.w. Dunya geliebt? Nein. Er hat sogar Sahaba gelehrt, Dunya nicht zu lieben. Dunya nicht im Herzen zu tragen. Nein. Dunya matiyatul akhirah. Was heißt Dunya matiyatul akhirah? Das Dunya ist wie eine Brücke zum Jenseits. Oder manchmal sagen, Dunya ist wie dein Reittier, den du benutzt, um inshallah ins Jenseits zu kommen. Das ist Dunya. Und das Wort Dunya, was heißt Dunya eigentlich? Das Wort kommt von Dani. Etwas verachtenswert. Hier adnal manzilatayn. Welche manzilatayn? Das heißt, ist die niedrigste zu Hause. Das ist Dunya. Sogar Allah hat Adam a.s. von Jannah rausgeholt und hat ihn bestraft, oder nicht, für seine Sünde. Wo hat er ihn hingeschickt? Auf dieser Dunya. Das heißt, Dunya ist eine Bestrafung von Allah. Und wenn Allah dir Dunya gibt, und sie lenkt dich ab, dann wisse, dass du in Gefahr bist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Man darf sich nicht von Dunya ablenken lassen. Wal iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Abu Huraira radiallahu an, sagte, was habt ihr gesehen? Ermahnungskreise, Ilmkreise, Korankreise, alhamdulillah. Dort, wo man Koran gelernt hat. Das ist die Aufgabe einer Moschee, liebe Geschwister. Was passiert dann? Sagt, wayhakum dhalikum, au dhalika miratum Muhammad.
sagte, oh wehe euch, das ist die Erbe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam für seine Umma hinterlassen hat. Alayhi salatu wassalam. Und das ist eine Aufgabe einer Moschee. Deswegen, liebe Geschwister, dieser Mann, von dem ich erzählt habe, von der gekommen ist in der Moschee und alle Leute haben Fragen gestellt, außer dieser alte Mann, bis der Imam sagte zu ihm, alter Mann, hast du keine Frage? Kennt er die älteren Leute, seine Augen sind zu, mashallah. Und du denkst, er ist am Schlafen, aber er ist wachsam. Es gibt wirklich Menschen, mashallah, der sitzt immer in erster Reihe, wenn es einen Vortrag gibt, Ilm oder Koran und Verschiedenes, mashallah, die sitzen ganz vorne mit deren, mashallah, Gewand und seine Augen sind fast zu, aber der ist, sein Herz ist wachsam, alhamdulillah. Dann alle haben Fragen gestellt, außer dieser alte Mann. Dieser alte Mann, der Scheich sagte, alter Mann, hast du keine Frage? Bist du ein Alim? Der alte Mann sagt, nein, bin ich nicht. Aber ich habe keine Frage, ich will keine Frage stellen. Sagt er, warum bist du denn überhaupt hier? Du stellst nie Fragen. Sagt er, das Einzige, was ich mir wünsche, warum ich hier komme, meine Absicht ist, umkreist zu werden von den Malaika. Was für ein Wunsch. Weil ihr wisst ja alle, dass solche Kreise von Malaika umkreist werden, umsingelt werden. Es gibt Malaika auf der Straße, liebe Geschwister, auf der Straße. Die suchen nach etwas. Wir wissen, Malaika essen nicht, trinken nicht und schlafen nicht. Stimmt? Aber die suchen nach ihrer Ernährung. Malaika brauchen kein Essen. Was ist die Ernährung von Malaika? Die suchen. Jeder geht auf eine Straße. Sie verteilen sich. Dann einer von ihnen findet einen Kreis, inshallah, wie dieses hier, und freut sich, dann ruft er sie alle zusammen. Eilt zu eurer Sache. Das heißt, beeilt euch, ich habe das gefunden, was ihr sucht. Allahu Akbar. Das ist wallahi eine Ehre, unter Malaika zu sitzen. Dann kommen sie alle und umkreisen uns. Und manche Ulama, in einem anderen Hadith sagt Rasulullah, dass der gleiche Anzahl der Anwesenden sind auch der gleiche Anzahl von Malaika anwesend. Und die umkreisen diese Menschen. In einem anderen Hadith sagt Rasulullah, die machen einen Kreis, die Malaika, um den Sitzenden bis zum Dunya-Himmel, bis zum ersten Himmel. Und einer von ihnen, das ist der Botschafter der Malaika, der geht zu Allah zurück. Like, ja, Rabb, ich war bei deinem Diener gewesen. Allah weiß alles, subhanahu wa ta'ala. Keiner braucht Allah etwas kundzugeben. Allah wa al-Alim, er weiß über alles Bescheid, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, was machen meine Diener? Und er sieht uns, subhanahu wa ta'ala. Sagt, ja, Rabbi, die sitzen und sie lobpreisen dich, ja Allah. Sie loben dich, ja Allah. Sie gedenken dich, ja Allah, subhanahu wa ta'ala. Sie verherrlichen dich, ja Allah. Allah sagt, haben die mich gesehen? Und wir wissen alle, Allah weiß, dass wir ihn nicht gesehen haben. Subhanahu wa ta'ala. Man kann Allah im Dunya nicht sehen. Musa a.s. hat das verlangt. Allah hat ihm gezeigt, dass es nicht geht. Musa sagt, ja Rabbi, arini andur ilaik. Ich will dich sehen, ja Allah. Musa ist neugierig geworden. Und die Ulama sagen über Musa a.s. innahu kana jari'. Wagte sich, Fragen zu stellen. Ich will dich sehen, ja Allah. Wer wagte sich, Allah zu sagen, ja Rabbi, ich will dich sehen. Wie ein Scheich sehr schön sagte, die Person, die Allah in Dunya sehen will, so soll sie versuchen, ihre Augen in der Sonne direkt aufzumachen. Es ist, man wird blind. Sagt genauso die Person, die versucht, zu denken, nur an Allah nur zu denken, mit dem Kopf von Allah zu denken, der wird verrückt werden. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Aber Allah sieht man im Jannah. Und das ist die wahre Aqida im Islam, weil es gibt leider Leute, die sagen, Allah hat kein Gesicht, a'udhu billah, man kann Allah nicht sehen, Allah ist nur ein Licht. Nas'alullah al-'afwa al-'afiyah. Das ist ein hundertprozentiger Dalal. Nas'alullah al-'afwa al-'afiyah. Man kann Allah yawm al-qiyama im Jannah sehen. Es gibt ein Hadith, dass Allah azza wa jal yawm al-qiyama im Jannah mit jedem Einzelnen sitzt. Stell dir das vor. Du darfst yawm al-qiyama mit Allah direkt live reden. Kein Dolmetscher zwischen dir und Allah und kein Hijab zwischen dir und Allah. Natürlich, man fragt sich, weil es gibt eine Überlieferung von Abi Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, قال, إِنَّ اللَّهَ حِجَابُهُ النُّورِ لَوْ رَفَعَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِ مَنْ تَهَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. Singe mehr, sagt Abi Musa al-Ash'ari, der Hijab, dieses Schleier, die
Allah subhanahu, vor Allahs Gesicht subhanahu wa ta'ala sind aus Licht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie aufheben wird oder erheben wird subhanahu wa ta'ala, was passiert? Alles, was Allah erschaffen hat subhanahu wa ta'ala, wird verbrannt. Da werden Wellen, subhatu wajih, Wellen aus dem Gesicht Allahs, aus Licht rauskommen, die alles verbrennen, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Also nichts mehr wird übrig bleiben. So viel Nur und so viel Licht hat Allah azza wa jalla. Das kann man sich nicht vorstellen. Und fragt man sich, wie kann man im Jannah mit Allah sitzen dann? Weil im Jannah gibt es ja keinen Tod. Im Jannah gibt es keinen Tod. Im Jannah ist bekannt, Yawm al-Qiyamah, der Tod wird zwischen die Hölle und das Paradies in Form eines Schafes geschlachtet. O ihr Paradiesbewohner, wisst ihr, wer das ist? Sagen, es ist der Tod. Und dann ihr Höllenbewohner, wisst ihr, es ist der Tod. Wir wissen beide, wer das ist. Und der Tod wird geschlachtet. O ihr Höllenbewohner, Ewigkeit in Jahannam. O ihr Paradiesbewohner, Ewigkeit im Paradies. Darüber freuen sich die Paradiesbewohner. Das ist die beste Nachricht. Das heißt, der Glück im Jannah wird nie ein Ende haben. Für die Ewigkeit. Und weil es keinen Tod im Jannah gibt und keinen Schaden gibt, deshalb kann man mit Allah sitzen, subhanahu wa ta'ala, und ihn sehen, azza wa jall. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith, ihr werdet Allah sehen, wie ihr die Sonne im klaren Himmel seht. Am Mittag, wenn die Sonne genau in der Mitte ist, und so heiß ist, mashallah, und so klar der Himmel, man sieht die Sonne, keiner kann es leugnen. Rasulullah sagt, könnt es ihr leugnen, dass ihr die Sonne gerade seht? Sagt, so werdet ihr Allah sehen, yawm al-qiyamah. Und ein anderer sagt, so werdet ihr Allah sehen, wie ihr gerade den Mond seht, am 14. Tag, mitten des Monats. Weil der Mond ist so groß, dann kann man Allah, Yawm al-Qiyamah, werden wir Allah sehen, bi-idhnillahi azza wa jal. Wenn wir zu Jannah gehören, inshaAllah. Allah wird mit jedem Einzelnen sitzen. Dann gucken wir, was passiert. Guck mal, dieser Rabb, den muss man lieben. Das geht nicht anders. Allah muss man lieben. Es geht nicht anders. Wir brauchen nicht anfangen zu sehen, wie viel Allah uns gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Wenn ein Mensch im Dunya dir so viel gibt, du wirst ihn lieben. Er braucht, subhanallah, nur die Kleinigkeit immer wieder zu geben. Automatisch fängt es an zu lieben. Die wollen nicht wissen, wie viel Allah uns gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Aber es ist alles irgendwie heute selbstverständlich geworden. Möge Allah uns bewahren. Allah wird sagen zu seinem Abd, Abdi, erinnerst du dich an den Tag, was du gemacht hast? Erinnerst du dich an seine Sünden? Erinnerst du dich, da hast du das gemacht und da hast du es gemacht und da hast du es gemacht. Der ist noch im Jannah. Das heißt, der Mann ist schon im Jannah. Allah zieht ihn nicht mehr zur Rechenschaft. Er ist schon im Paradies. Allahumma ij'alna min ahli al-Jannah. Dann sagt er, ja Rabbi, hast du mir meine Sünden nicht vergeben? Allah sagt, Abdi, hätte ich dir deine Sünden nicht vergeben, dann wärst du jetzt nicht hier. Guck mal, wie dieser Rabb, wie wir mit Allah sitzen, Yawm al-Qiyam. Das heißt, dass, liebe Geschwister, wir müssen daran glauben, inshallah, wenn wir zum Jannah-Bewohner gehören, wir werden Allah sehen, subhanahu wa ta'ala. Musa versuchte natürlich in dieser Dunya, aber es hat nicht geklappt. Allah sagte, ja Musa, tayyib, wenn du mich sehen willst, dann schau auf diesen Berg hier. Wenn der es schafft, standhaft zu bleiben, dann kannst du mich sehen. Ein Mensch und ein Berg, ein gewaltiges. Ein großer Unterschied. Was passiert? Ibn Abbas radiallahu anhuma sagt, Allah ist so viel erschienen wie der Kopf des Fingernagels. Hier, so viel wie der Fingernagel, so viel Licht ist erschienen. Das Berg ist nicht stehen geblieben. Vernichtet. Musa ist ohnmächtig geworden. Allah sagte zuerst, ja Musa, len tarani. Len lin nafi, du wirst mich nicht sehen können in dieser Dunya, Musa. Es geht nicht, es ist unmöglich. Du schaffst es nicht. Aber im Jannah könnt ihr mich sehen. Deswegen fragt Allah diese Malaika, haben meine Diener mich gesehen? Die Malaika sagt, nein, ja Rabbi, die haben mich nicht gesehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was ist, wenn die mich dann gesehen hätten? Guck mal diese Frage. Damit ist gemeint, was würden die dann tun? Das heißt, das, was ihr tut, ist wenig. Dann sagt ihr, ja Rabbi, wenn die dich sehen würden, dann werden sie dich noch mehr lobpreisen. Die werden dich noch mehr verherrlichen, noch mehr verehren, ja Allah, noch mehr lieben. Das heißt, wir werden Allah mehr gehorchen. Der, der ab und zu mal betet, wird auf seine Gebete achten und kein einziges verpassen. Sahaba radiallahu anhu, wenn der Mann krank war, krank, das heißt, er musste im Bett bleiben, sagt, wir haben ihn zwei Mann getragen zum Pflichtgebet. Ein kranker Mensch, normal kann er zu Hause beten. Aber sie tragen ihn, jeder packt einen Arm und sie bringen ihn, subhanallah, zur Moschee, zu der Reihe in der Moschee. Und subhanallah, der wackelt,
wegen der Krankheit, trotzdem um das Pflichtgebet zu verrichten. Als Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, kurz bevor er starb, als man ihn getroffen hat, a'udhu billah von diesem Adu Allah, er war ja ohnmächtig geworden. Ein Sahab, ich glaube Sa'd ibn Abi Waqqas, sagt, ihr könnt ihn nur wecken, wenn er ihn zum Gebet ruft. Ein Mann sagt in sein Ohr, Hayya ala salah, as-salah, as-salah, ya amir al-mu'minin, ist aufgewacht. Das Erste, was er sagt, sagt, Wallahi, derjenige, der am Leben ist und erfüllt nicht die Pflicht, damit das Gebet gemeint, Wallahi, sagt, er hat kein Recht auf den Islam. Heute, wir sind gesund, krank, ihr habt Autos, alle Mittel hat Allah zur Verfügung gestellt. Und wie viele stehen in der ersten Reihe in Fajr? 2, 3, 4. Was sollen wir Allah sagen, Yawm al-Qiyam? Was sollen wir Allah sagen, liebe Geschwister? Deswegen sagt Allah, haben die mich gesehen? Wenn sie mich gesehen hätten, sagt der Malak, wenn die Allah dich gesehen hätten, diese Menschen, sie hätten noch mehr getan. Sie hätten sich noch mehr angestrengt. Sie hätten sich noch mehr bewegt. Sie hätten mehr für dich getan, ja Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dann sagt man, was wollen sie? Was verlangen sie? Warum seid ihr hier? Jeder stellt die Frage innerlich. Ein Muslim muss mit sich selber arbeiten. Muss tief hineinschauen und fragen, warum, weshalb bin ich von zu Hause rausgegangen und hierhin zur Moschee gekommen? Das ist wichtig, liebe Geschwister, Wallahi. Das ist bei jeder Tat wichtig. Warum? Warum habe ich meine Kinder zu Hause gelassen? Warum habe ich meine Familie zu Hause gelassen? Warum habe ich Benzin bezahlt, um hierhin zu kommen? Was wollte ich erreichen? Das ist bei jeder Tat wichtig. Was hat mich bewegt? Was hat mich innerlich bewegt? Das heißt, guck mal, im Islam ist es so, dass da, wo eine Tat ist, ist ein Wille vorhanden. Da, wo ein Wille vorhanden ist, ist eine Absicht vorhanden. Stimmt? Das heißt, etwas hat dich bewegt. Und jeder Muslim weiß, die beste Absicht, die ein Muslim haben kann, ist, ich verrichte diese Tat aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die höchste Form der Absicht im Islam. Weil ich Allah liebe und weil ich weiß, Allah liebt diese Tat, ich verrichte diese Tat. Und danach kommt, manche Leute verrichten die Taten aus zwei Eigenschaften, zwei Absichten, Angst und Hoffnung. Und das ist richtig im Islam, aber es ist weniger wert, als eine Tat zu verrichten aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der eine sagt, ich gehe zur Moschee, weil ich Angst habe vor Allah. Das ist schön, Angst zu haben vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der andere sagt, weil ich hoffe auf den Lohn Allahs yawm al-qiyamah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, was wir hier versuchen zu erlangen, ist erstmal das Wohlgefallen Allahs azza wa jalla. Waridwan min Allahi akbar. Das heißt, das Wohlgefallen Allahs steht über alles. Mardatullahi azza wa jalla. Dann gleichzeitig habe ich inshallah durch diese Tat die Hoffnung, dass Allah mir subhanahu wa ta'ala den Lohn yawm al-qiyamah gibt für das, was ich getan habe. Und ich verlange meinen Lohn von niemandem außer Allah. Und weil wir wissen, niemand kann bestrafen und belohnen außer Allah. Und wenn wir das wissen, dann müssen wir die Tat für Allah verrichten, subhanahu wa ta'ala. Und vorsichtig vor Augendienerei, liebe Geschwister, vorsichtig. Allah, subhanahu wa ta'ala, ist absolut der, der kein Partnerschaft bedarf. Azza wa jalla. Achte darauf, dass deine Taten rein vor Allah sind, subhanahu wa ta'ala. Wir sind gekommen aus Angst. Erstmal Hoffnung. Wir wollen nicht, a'udhu billah, Paradies verlieren. Das ist ein gewaltiger Verlust. Wir wollen Ajr. Wir wollen, dass Allah uns dafür belohnt, yawm al-qiyam, indem wir in Jannah kommen, ewige Wonne bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass wir inshallah in dieser Jannah Allah sehen dürfen, yawm al-qiyam. Azza wa jalla. Das heißt, wir verrichten die Tat um Allahs Willen. Und wir hoffen auf den Lohn im Jannah. Denn dieser Engel sagt, ja Rabbi, die verlangen al-Jannah, das Paradies. Die verlangen das Paradies, deshalb sind sie hier. Sie wollen durch diese Tat, ja Rabbi, das Paradies erreichen. Allah sagt, haben die das Paradies gesehen? Wir haben sie nicht gesehen. Aber wir glauben fest daran, dass es ein Paradies gibt, weil Allah es im Koran erwähnt, weil Muhammad s.a.w. es erwähnt. Denn Allah sagt, was ist dann, wenn die Jannah sehen würden? Was ist, wenn wir das Paradies sehen? Was passiert dann? Wie sehr werden diese Leute sich anstrengen? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wovor haben sie Angst? Wir haben gesagt, wir sind hier gekommen aus Angst. Auch, dass wir nicht yawm al-qiyamah in der Hölle landen, wal'iyadu billah. Keiner von uns hier schafft es, verbrannt zu werden mit einem Feuerzeug. Das ist schon mal bestimmt passiert. Oder Bügeleisen. Wir haben gesehen, wie schmerzhaft das sein kann. Oder heißes Wasser. Wir reden nicht von Feuer. Heißes Wasser.
wie schlimm das ist. Wir reden nicht vom Wasser. Lass mal kochendes Wasser, brodelndes Wasser richtig heiß werden. Und nun versuch die Hand von oben, da wo nur Dampf raus hochkommt, versuch deine Hand drauf zu halten. Eine Sekunde, zwei, drei, dann siehst du, wie schmerzhaft das ist. Dann stellt euch vor, subhanallah, die Sonne, wie heiß sie ist. Und die Sonne, yawm al-qiyama, wird in Jahannam geschmissen. Stell dir das vor. Und du und ich als Mensch, wie sollen wir yawm al-qiyama die Hitze, ich rede nicht von die Hitze, nur von yawm al-qiyama aushalten, wo die Menschen deren Schweiß ertrinken werden, yawm al-qiyama. Möge Allah uns bewahren, subhanahu wa ta'ala. Dann wie ist dann Jahannam? Wie Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, ein Tropfen aus Jahannam, wenn dieser Tropfe, wal'iyadu billah, aus sieben Meeren herabfallen würde, die werden brennen. Ein anderer Riwayah sagt, wenn die auf die Erde fallen, nichts mehr wird für die Ewigkeit wachsen auf dieser Erde. Unsere Leben ist verdorben für die Ewigkeit. Ja Rabbi, ich will nicht dahin. Keiner von uns will dahin, wal'iyadu billah. Aber oft sagen wir wollen nicht in Jahannam fallen, aber wir schmeißen uns freiwillig dorthin. Ist das nicht so? Indem wir Allahs Gesetze widersetzen, subhanahu wa ta'ala, und indem wir, a'udhu billah, die Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam heute verachten. Wie viele von uns leben nach der Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Liebe Geschwister, der Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der einzige Weg, der in Jannah führt. Alle anderen Wege hat Allah versperrt. Allah hat sie alle sperren lassen. Weil Allah hat diesen Weg ausgesucht. Das ist der Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber wir sagen alle, wir lieben Rasulullah. Wir sagen alle, wir lieben Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wo ist der Beweis, dass wir ihn lieben? Wie viel tun wir für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wo ist der Beweis, dass wir nach seiner Sunna leben? Sogar Wallahi, manchmal, wir können noch nicht mal nach der Sunna essen. Und manche wissen nicht, wie sie nach der Sunna essen. Das sind die kleinsten Sachen. Viele wissen nicht, wie die nach der Sunna schlafen. Das sind die kleinsten Sachen. Sahaba haben sogar die Gewohnheiten, wo man nicht verpflichtet ist im Islam, sie zu folgen, haben sie gefolgt und nachgemacht, was Rasulullah sallam gemacht hat. Wie Abdullah ibn Umar, er war bekannt, er ist der meist Sahabe, der die Sunna von Rasulullah sallam verrichtet hat. Einmal war er unterwegs mit auf sein Reittier, ist in einem Ort angekommen, hat Dua auf sein Reittier gemacht. Ein anderes Mal ist er auf einen anderen Ort gekommen, ist er runtergegangen, hat Dua gemacht. Hat man ihn gefragt, warum machst du das? Er sagt, dies hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan. Er müsste das nicht tun. Einmal war er mit den Sahaba unterwegs, dann hat er die Gruppe von Sahaba verlassen und ging ein bisschen nach links und war an einem Ast eines Baumes, der nach außen geguckt hat, er ist dahin gegangen und hat sich dann gebückt unter diesem Ast und ist durchgekommen. Hat man ihn gefragt, warum hast du das gemacht? Sagt er, einmal ist Rasulullah sallam auch hier durchgegangen. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hat einen langen Hadith über das Paradies erzählt und kam an eine Stelle und hat angefangen zu lachen. Bis man seine Zähne gesehen hat, subhanallah. Hat man ihn gefragt, warum hast du gelacht an dieser Stelle? Sagt, in dieser Stelle hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den Hadith erzählt und gelacht. Müsste er dabei lachen? Nein, so sehr haben sie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geliebt. Anas ibn Malik radiyallahu anhu und Thabit al-Binani, ein Tabi'i, der Schüler von Anas ibn Malik war, radiyallahu anhu. Subhanallah, Anas ibn Malik schenkt diesen Sahabi, diesen Tabi'i, einen Apfel. Dieser Mann fängt an zu weinen und nimmt diesen Apfel und fängt an, den Apfel zu küssen. Warum? Wer von euch, ich kann euch jetzt eine Kiste Apfel, mashallah, schenken. Aber keiner nimmt den Apfel und küsst, sondern er fängt an zu essen. Dieser Sahabi, dieser Mann, dieser Tabi'i, hat angefangen, es zu küssen und weinend dabei, subhanallah, warum? Weil er sagt, subhanallah, einen Apfel, die eine Hand berührt hat, welcher von einer Hand berührt wurde, welcher die Hand von Muhammad sallallahu alaihi wasallam berührt hat. Allahu Akbar. Und dieser Thabit al-Binani sagt, er küsst die Augen von Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, sagt, zwei Augen, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen haben, muss man küssen. Allahu Akbar. Und sagt, er hat seine Hände genommen und fängt an, die Hände von Anas ibn Malik zu küssen, radiyallahu anhu. Sagt, Hände, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bedient haben, sagt, müssen geküsst werden. Sogar hat seine Füße geküsst. Weil wir wissen, Anas ibn Malik war einer der Bediensten von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ungefähr 10 Jahre lang. Er war im Dienst von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre lang. Er sagte, Anas ibn Malik, du bist doch mit diesen Füßen gegangen, um Rasulullah zu bedienen. Er sagt, ja. Hat er seine Füße geküsst. Er sagt, Füße, die Rasulullah sallallahu bedient haben, muss man küssen. Abdullah ibn Umar saß einmal in einem Brunnen. Einfach so. Sahaba sagt, warum sitzt du hier?
زكيها زاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. Guck mal, Gewohnheiten. Was ist mit uns heute? Heute, wallahi, wal'iyadu billah, möge Allah uns bewahren, subhanahu wa ta'ala. Du kommst zu jemandem, du diskutierst mit ihm ganz normal und höflich. Ein Muslim, ich rede nicht von Nicht-Muslimen. Manchmal hören Nicht-Muslime mehr zu als Muslime. Das ist traurig, wallahi. Ibn Qayyim sagt, man kana la yadri fa tilka musibatun, wa man kana yadri fa al-musibatu a'zamu. Sagt, die Person, die unwissend ist und unwissend geblieben ist, er bezeichnet dies als Unglück. Und wirklich, Unwissenheit ist ein Unglück. Dann sagt, وَمَنْ كَانَ يَدْرِي فِي الْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. Aber der weiß, dessen Unglück ist noch größer. Was heißt das? Das ist der weiß und nicht nach seinem Wissen handelt. Dann kommst du zu einem Muslim und er liest im Koran. قال الله. Allah hat gesagt, subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Es ist ein Amr von Allah, ein Befehl von Allah. Ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht den Gesandten. Absolute Gehorsamkeit. Kein Zweifel. Wir müssen Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorchen. Man yuta Allah faqad ata'a Allah. Wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorcht, automatisch gehorcht er Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Wisst ihr warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird niemals uns, diese Umma, einen Befehl geben aus eigener Neigung. Niemals. Alles, was er an Befehle erteilt, sind von Allah. Wahi von Allah. Ich bekam von Allah den Koran und das, was Koran ähnelt. Was ist das? Die Sunna. Damit ist gemeint, die Sunna ist auch ein Wahi von Allah. Eine Offenbarung von Allah. Für die, die sagen, wir glauben nur an Koran. A'udhu billah. Das heißt, wir müssen Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Geschwister gehorchen. Die Leute haben ihn in Gewohnheiten gehorchen. Kommst du heute zu einem, sagt, qala Allah wa qala Rasul. Sagt er, mein Scheich hat gesagt. Sein Scheich ist im Osten und Koran ist im Westen. Und sagt aber, mein Scheich, ich entscheide mich für meinen Scheich. Ja, wenn dein Scheich irre gegangen ist, ist kein Scheich. Ich folge niemanden, der sich, dessen Worte sich widersprechen mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Worte. Niemals. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma saß mit den Sahaba und diskutierten über ein Thema von Hajj. Es gibt ja drei Arten von Hajj. Al-Qiran, Tamattu' und Ifrad. Rasulullah hat Tamattu' alayhi sallallahu alayhi gemacht. Er bevorzugte diesen Hajj. Abu Bakr und Umar sagen Ifrad. Diskussion. Abdullah sagt, qala Rasulullah. Und die anderen sagen, qala Abu Bakr und Umar. Abdullah ibn Abbas schaut auf den Himmel und sagt, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass gleich Allah Steine vom Himmel herunterschickt auf euch. Als Strafe, weil ich euch sage, der Gesandte Allah sallam, hat gesagt. Und ihr sagt, Abu Bakr und Umar haben gesagt. Heute sagen wir nicht Abu Bakr und Umar. Heute sagen wir, Shaykh Sufi hat gesagt. Mein Shaykh hat so ein Bad hat gesagt. Ja, und Yachi, was? Inna Allah la yanduru la ajsamikum, wa la ila suwarikum, innama yanduru la qulubikum wa amalikum. Auch kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala schaut nicht auf eure Körper, wie ihr aussieht. Ob du groß bist, ob du klein bist, ob du breit bist, ob du einen breiten Kreuz hast, ob du schön aussiehst, ob du hässlich bist, darauf schaut nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Ob du krank bist, ob du gesund bist, darauf schaut nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Ob du so lange ein Bad hast, was nutzt mir mein Bad, wenn ich a'udhu billah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht folge. Und diese Leute sagen, die lieben Allah. Allah sagt nicht im Koran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ شَرْط. Wem? Tabi'u man? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die sagen, die lieben Allah, an all die sagen, die lieben Allah. Sogar, das geht genauso an der ersten Stelle an mich selbst und an die Anwesenden, auch die, die es hören werden, inshallah. Wenn du behauptest, Allah zu lieben, dann musst du die Voraussetzung erfüllen. Welche ist die Voraussetzung? Sprich, wenn ihr wahrhaftig Allah liebt, dann was? Dann folgt mir. Wem folgen wir? Wem ist hier gemeint? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dann kommen die Früchte dieser Ayah. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dann wird Allah euch lieben. Das heißt, die Liebe Allahs ist abhängig von was? Von der Befolgung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Folgst du nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann hast du gelogen. Du liebst wirklich nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist nur Behauptung. Folgst du nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gibt es keine Liebe von Allah.
Und dann sagt Allah, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Und Allah vergibt euch eure Sünden. Das heißt, wenn du Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht folgst, dann hast du einen gewaltigen Verlust. Weder Allah wird dich lieben, subhanahu wa ta'ala, noch werden deine Sünden vergeben. Das heißt, der Weg von Rasulullah sallam ist der einzige Weg, liebe Geschwister, den wir folgen müssen heute. Ein Mann kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er kam mit schweren Füßen, Schritten zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehr schwere Schritte, subhanallah. Man sah die Sorgen in seinem Gesicht. Große Sorgen. Trauer. Was ist los? Hast du jemanden verloren? Bist du geschieden? Hast du Schulden? Was hast du? Kein Essen zu Hause? Was gibt's? Gibt's Ärger bei der Arge? Was gibt's? Was sind deine Sorgen? Heute bekommen wir einen Brief von der Arbeit. Ja, du bist gekündigt. Er hat gebetet, er hat aufgehört. Es ist nicht so bei vielen, dass die einen Brief von der Arbeitsamt oder irgendwoher, dieser Brief kommt, verändert sein Leben. Stellt sein Leben auf den Kopf. Vorher hat er gebetet. Manche Menschen dienen Allah am Rande des Islam. Geht es ihnen gut? Er ist ein wahrer Diener. Prüft ihn Allah, er verlässt seinen Glauben. Für einen Brief. Subhan Rabbil Alamin. Ein Sahabi geht, um seine Bedürfnisse zu erledigen in der Einsamkeit. Al-Khala. Kehrt zurück mit 17 Dirham, Dinar aus Gold. Hat weder gearbeitet noch etwas dafür getan. Was ist der Grund? Sagt, er saß dort, wo er seine Bedürfnisse erledigt hat, und eine Maus kam rein, hat jedes Mal einen Dinar aus Gold rausgeholt. Er nimmt es mit, geht zu Rasulullah, sagt, ja Rasulullah, das und das ist mir passiert. Sagt, ذَلِكَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ. Das ist ein Rizq, welcher dir Allah bis zu dir brachte. Warum hat Allah seinen Rizq gebracht? Weil dieser Mann besitzt die Voraussetzung, Taqwa Allah Azza wa Jalla. Das sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala und die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala und die Wahrhaftigkeit mit Allah, die wir leider verloren. In tasduqullah yasduqkum. Seid ehrlich mit Allah, seid wahrhaftig mit Allah, dann wird Allah euch gleich behandeln, subhanahu wa ta'ala, wie Ibn al-Jawzi sehr schön gesagt hat. Seid so, wie Allah will, dann wird Allah mehr sein als das, was ihr wollt. Willst du, dass Allah gut zu dir ist? Willst du, dass Allah deine Probleme löst? Willst du, dass Allah deine Bittgebete erhört? Heute klagen fast die meiste Umma, klagt, wir heben Hände zu Allah in Mekka, Medina. Ja Rabb, hilf uns. Ja Rabb, unterstütze uns. Keine Hilfe und keine Unterstützung. Warum? Wir erfüllen nicht die Voraussetzungen. Und die sind viel. Vielleicht ein anderes Mal reden darüber. Aber eine davon ist Taqwa Allah Azza wa Jalla. Wer Allah fürchtet, subhanahu wa ta'ala, und wer sich hütet vor Allah, subhanahu wa ta'ala, vor den Sünden, vor dem, was Allah verboten hat, und folgt Allah und den Gesandten. Allah wird ihm von all seinen Angelegenheiten eine Lösung geben. Allah wird ihm immer seine Angelegenheiten erleichtern. Und Allah ist immer da, subhanahu wa ta'ala, wenn er ihn braucht. Sagt nicht Rasulullah sallam in Hadith, ja Ghulam, zu Ibn Abbas. Hier sagt er, ja Ghulam, o Jünglinge. Er war noch jung. Aber hier ist ein Beweis, für die, die sagen, sein Sohn ist 10 Jahre alt, ist noch nicht Zeit, um zu lernen. Wann willst du, erst wenn er 30 Jahre alt ist? Ab dem Moment sollst du deinen Sohn lehren. Ein Mann kam zu einem Gelehrten, ich glaube, Ibn Hajr al-Asqalani. Sein Sohn war, glaube ich, 6 Monate alt. Er kam, sagte, Scheich, ich möchte wissen, wie ich meinen Sohn zu erziehen habe. Sagte, dein Zug ist schon abgefahren. Der eine sagt, 10 Jahre und denkt darüber nach. Ist noch Zeit. Wie, Achi, ist noch Zeit? Der ist schon 10. Rasulullah sagt, ja, Ibn Abbas, ja, Ghulam, bewahre Allah. Ihfadillah, ihfadik. Das ist unser Problem heute. Bewahre Allah. Dann wird Allah dich bewahren. Ihfadillah. Wie sollen wir Allah bewahren? Braucht Allah jemanden, der ihn bewahrt? Nein. Allah braucht niemanden. Huwal Aziz. Er ist der Unbesiegbar. Huwal Hayyul Qayyum. Er braucht niemanden. Subhanahu wa ta'ala. Alle brauchen Allah, aber Allah braucht niemanden. Subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jal. Aber wie bewahren wir Allah? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam erklärt es. Sagt, Allah hat euch Pflichten auferlegt. So haltet sie ein. Allah hat euch Sachen verboten. So vermeidet sie, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa. Und Allah hat euch Grenzen auferlegt. So überschreitet sie nicht. Sinngemäß. Wie oft haben wir die Grenzen überschritten? Allahu Akbar. Wie oft, liebe Geschwister?
Und wir wundern uns noch, dass wir nicht unterstützt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Fehler liegt nicht bei den Kuffar. Ich schwöre bei Allah, die Fehler liegen nicht bei den Kuffar, sondern hier, bei uns selbst. Hier drin ist das Problem. Hier drin ist die Krankheit. Wenn jeder in sich selber hineinschauen wird, wie er sich im Spiegel öfter hineinschaut, um zu sehen, wo liegt die Krankheit, dann werden wir viele Krankheiten sehen, nämlich. Dann haben wir keine Zeit mehr, über andere zu denken. Wir haben nur noch Zeit, vielleicht bis zum Tod, um uns über uns selber nachzudenken und uns selber zu verbessern, bevor wir Allah subhanahu wa ta'ala treffen, Azza wa Jalla. Bewahre Allah. Dann wird Allah was dich bewahren. Allah bewahrt dich in dein Dien, das ist das Beste, was dir passieren kann. Allah bewahrt dich in dein Dunya. Allah bewahrt dein Besitz. Allah bewahrt dein Kinder. Lesen wir nicht oft in Surat al-Kahf, Yawm al-Jumu'ah, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichte zwischen Musa und Al-Khidr, alayhim salam, die Geschichte mit der Mauer. Was hat Allah in dieser Mauer bewahrt? Für wem und warum? In dieser Mauer war ein Schatz drin. Für zwei Kinder. Allah sagt im Koran, was? Kana abuhuma saliha. Allahu akbar. Deren Vater war tugendhaft. Deren Vater war fromm. Wegen der Tugendhaftigkeit des Vaters. Und weil er so fromm war, weil Allah ihn hier als Salih nennt, Allah hat seine Kinder nach Kommenschaft bewahrt. Bewahre Allah. Dann wird Allah dich bewahren. Umar ibn Abd al-Aziz sagt, Allah bewahrt die siebte Nachkommenschaft von einem von euch, nur weil der Vater fromm war. Wegen der Tugendhaftigkeit des Vaters. Und die Mutter genauso, nicht nur der Vater, die Mutter genauso. Sei du heute tugendhaft, bewahre Allah. Dann wird Allah dich bewahren, subhanahu wa ta'ala. In allem, was du besitzt und das Beste, was dir passieren kann, Allah bewahrt dich in dein Dien. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wurde hart geprüft. Er hat immer Allah gedankt für die Prüfung. Hat man ihn gefragt, warum du bist in einem schlimmen Zustand und du dankst immer noch Allah? Er sagt, ich danke Allah, dass er mich nicht in meinen Dien geprüft hat. Weil Allah dich anfängt, den Dien zu prüfen, das ist gefährlich. Und das sehen wir heute bei vielen Muslimen und Muslimat. Die stehen am Rande des Islam. A'udhu billah. Wallahi, wenn du deinen Dien verloren hast, du hast alles verloren. Dunya und Akhira hast du verloren. Dein Dien ist das Wichtigste. Wallahi, das Wichtigste. Allahumma hafizna Rabb. Eine kleine Geschichte. Ich habe gedacht, 5 Minuten, ne? Wallahu akbar. Jetzt haben wir, sind 4 Minuten. Noch eine Minute, inshallah. Ich will euch eine Geschichte erzählen von Imam Ahmad, rahimahullah. Warum diese Geschichten? Viele sagen, Abu Ubaid erzählt viele Geschichten. Es ist, alhamdulillah, Allah, es ist erst von Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala. Und diese Methodik ist die beste Methodik für Da'wah. Warum? Weil Allah sie verwendet im Koran. Und im Koran gibt es eine Surah, heißt Al-Qasas. Allah erzählt Geschichten im Koran. Wie oft lesen wir im Koran? Es sind Geschichten von vergangenen Völkern, die geglaubt haben, die nicht geglaubt haben, was Allah mit ihnen gemacht hat, subhanahu wa ta'ala, als Zeichen für die Nachkommenden. Als Ermahnung für uns, dass wir uns in Acht nehmen, dass wir nicht den gleichen Weg folgen von denen, die nicht geglaubt haben an Allah subhanahu wa ta'ala und an die Propheten damals. Und dass wir den Weg der Frommen gehen, inshallah, rabbil alamin, mit Allahs Hilfe. Al-Imam Ahmad, rahimahullah. Jeder kennt Al-Imam Ahmad. Es gab in seiner Zeit ein Mann, der zu ihm kam und sagte, ja, Imam Ahmad, wir haben ein Mädchen, ist von einem Djinn besessen. Und das hören wir heute oft. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, was hast du, ich habe einen Djinn. Assalamu alaikum, was hast du, ich habe noch einen Djinn. A'udhu billah, eine ganze Mannschaft. Die Grenzen sind offen, es ist normal, dass der Djinn reinkommen kann. Die Toren sind offen, die betet nicht, die fastet nicht, kein Hijab. Und der andere trinkt Alkohol noch dazu, nimmt Drogen sich und wundert sich, dass ein Djinn bei ihm zu Hause lebt oder in seinem Körper drin ist. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren, subhanahu wa ta'ala. Aber jetzt achtet, liebe Geschwister, auf die Kraft des Iman. Und wirklich, der Hadith, bewahre Allah, dann wird Allah dich bewahren, subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad, rahimahullah, saß, kommt ein Mann gerannt, sagt, ja, Imam Ahmad, wir haben ein Mädchen, die ist von einem Djinn besessen, wir brauchen deine Hilfe. Imam Ahmad ist nicht aufgestanden, er sagt, ich gehe mit. Sagt, hier, nimm meine paar Schuhe mit und leg sie am Kopf dieses Mädchen.
und sagt zum Jinn, Imam Ahmad ist unterwegs zu dir. Allahu Akbar. Heute 10 Mal lesen wir auf eine Mädchen oder eine Frau oder einen Mann, gar kein Jinn reagiert. Er ist drin, aber er hat keine Angst mehr. Imam Ahmad gibt ihm die Schuhe mit, der Mann nimmt die Schuhe mit, subhanallah, und stellt sie am Kopf dieses Mädchen. Und sagt das, was Imam Ahmad, rahimahullah, gesagt hat. Sagt zum Jinn, hör zu, das sind die paar Schuhe von Imam Ahmad. Und ich soll von ihm ausrichten, dass er zu dir unterwegs ist. Weißt du, was der Jinn gesagt hat? Sam'an wa ta'a lil Imam Ahmad. Ich höre und gehorche den Imam Ahmad. Er ist rausgegangen. Lesen die Sira von Imam Ahmad, rahimahullah. Was passiert dann, eigene Jahre vorbei? Das Mädchen wird wieder von einem Jinn besessen. Der Mann hat immer noch die paar Schuhe von Imam Ahmad. Subhanallah. Aber klaut nicht die Schuhe von Imam, ja, also Vorsicht. Imam Ahmad, dieser Mann, subhanallah al-azim, er hat gesagt, die Lösung ist da, die Schuhe sind da, alhamdulillah. Du brauchst nur noch mal die Schuhe hinzulegen, das Gleiche zu sagen. Der nimmt die paar Schuhe von Imam Ahmad, legt sie wieder hin, sagt das Gleiche zum Jinn. Der Jinn sagt, hayhat, hayhat. Das heißt, weit gefehlt, was du da sagst. Das war mal gewesen. Sagt er, denn wir wissen, dass Imam Ahmad, rahimahullah, gestorben ist. Und den, den wir gefürchtet haben, ist schon tot, deswegen gehe ich gar nicht raus. Bewahre Allah, dann wird Allah dich bewahren. Allah so weit gemacht, dass die Jinn Angst haben vom Imam Ahmad, rahimahullah. Weil die Person, die Allah fürchtet, man yakhafu Allah, khawwafa Allah minhu kulla shay. Wa man la yakhafu Allah, khawwafahu Allah min kulli shay. Allahumma hafidhna. Sagt sinngemäß, die Person, die Angst hat vor Allah, subhanahu wa ta'ala, die Furcht besitzt vor Allah, Allah wird es so drehen, dass alle anderen Angst vor ihm haben. Sie respektieren ihn. Hast du keine Angst vor Allah und du hast Angst vor alles andere außer Allah, Allah wird es so machen, subhanahu wa ta'ala, dass du Angst hast sogar vor einer kleinen Ameise. Wie oft hören wir Schreie zu Hause, Allahu Akbar, dann denkst du, ist was passiert, ein Löwe ist zu Hause. Ist nur eine kleine Maus. Und du hörst Geschrei oder eine Spinne. Angst vor Spinnen. Die Ulema sagen, wenn die Mutter Angst hat vor einer Spinne, dann hat die Kinder später Angst vor einer Spinne. Aber guck mal, Safiya radiallahu anha, das ist die Mutter von Zubayr ibn al-Awam. Sahaba radiallahu anhum sagen, wenn wir an der Seite von Zubayr stehen, wir lassen Abstand aus Respekt und Angst vor ihm. Seine Mutter hat ihn erzogen, Safiya radiallahu anha. Sie hat ihn immer im Dunkeln gelassen. Wir wissen, Kinder haben Angst im Dunkeln. Sie hat ihn im Dunkeln gelassen, wieder nach Hause gegangen. Er hat geweint, er ist ein Kind, der hat auch geweint. Denkst du, Sahaba haben nicht geweint, die haben auch geweint. Das waren ganz normale Kinder wie jetzt. Immer wieder geweint, bis die Nachbarin sagt, du machst den Jungen krank. Sagt sie, nein. Ich will ihm die Angst aus seinem Herzen nehmen. Erziehung. Aber er ist groß geworden. So groß geworden, dass er sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala Erbarmen haben mit Safiya. Denn sie hat mich so weit gebracht und erzogen, dass Tag und Nacht bei mir gleich geworden sind. Das heißt, Dunkelheit und Helligkeit sind bei ihm gleich. Und wenn ich sage Dunkelheit, vergleiche nicht die Dunkelheit damals von heute. Heute haben wir Lichter überall auf der Straße. Damals war es anders. Wüste. Da müsste man Angst haben. Bei dem gab es keine Angst mehr. Und dieser Mann, sagen, wenn er wütend wird, er wird wütend wie ein Löwe und greift an wie ein Tiger. Damals die Kuffar, wenn sie hören, er ist da, wir wollen nicht in seiner Nähe kommen. Die Leute haben Angst vor Allah gehabt. Die Leute hatten Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala gehabt, was wir heute leider nur behaupten. Liebe Geschwister, es ist ein Unterschied zwischen Behauptung und Wahrheit. Bewahre Allah, dann wird Allah dich bewahren, subhanahu wa ta'ala. Noch eine kleine Geschichte. Die habe ich von einem Scheich gehört. Sehr schöne Geschichte, wenn ihr erlaubt, inshallah, ganz schnell. Die Geschichte ist nicht lange her passiert, also vielleicht Allah alam Jahre zurück. Ein jugendlicher Student, er studiert Islam, alhamdulillah, in Al-Qahira damals gewesen. Und natürlich dort, die Studenten haben nicht viel Geld gehabt. Manche hat es geklappt, bei manchen nicht. Und natürlich, der wurde von seiner Familie finanziert. Wichtig, dass wir immer diesen Satz, bewahre Allah, dann wird Allah dich bewahren, im Herzen bewahren. Der Mann wird von seiner Familie unterstützt. Eines Tages keine Unterstützung mehr. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Die Lage ist ein bisschen hart für ihn geworden, sogar manchmal, dass er beinahe umgekippt ist beim Lernen.
Eines Tages hat er sogar den Raum verlassen und suchend nach etwas zu essen. Aber der hat gelernt, weil Ilm im Islam kriegst du nicht einfach so geschenkt. Du brauchst Anstrengung, du musst dich anstrengen, du musst dich ein bisschen bewegen, ein bisschen schwitzen, ein bisschen verreisen. Und subhanallah al-azim, dann ist er an eine kleine Straße reingegangen, suchend, bis er eine Tür gefunden hat, die offen war. Vor lauter Hunger, subhanallah, ist oft so, wenn man so viel Hunger hat, manchmal reagiert man, wal-iyadu billah, falsch. Shaitan sagt, geh ihm ein bisschen was klauen, stehl etwas, das ist haram, das ist verboten im Dien. Der Mann geht da rein, dieser junge Mann, findet eine Wohnung. In den arabischen Ländern ist es oft so, dass die Tür einfach offen ist. Da ist reingegangen, subhanallah, er findet Essen im Schrank. Schmeckt gut. Er nimmt und hebt es auf bis zum Mund, hat fast gegessen, dann hat er sich an Allah erinnert. Guck mal, wie wichtig das ist. Er sagt, das sind die Grenzen Allahs. Kann sein, ich habe Hunger, ich bin in einer Notlage, aber Allah hat mir verboten zu klauen, zu stehlen. Allah hat mir verboten, haram zu essen. Weil er hat sogar an seinen Ilm gedacht. Weil glaubt mir, durch eine Sünde geht viel Ilm verloren. Wir haben einmal das erwähnt, Spuren der Sünden. Die erste Spur der Sünde ist das Berauben des Wissens. Das heißt, dir entgeht viel Ilm verloren von dem, was du gelernt hast. Der Segen wird verloren gehen von deinem Ilm. Und das haben wir von Imam Shafi'i rahimahullah gelernt. Und die Ratschläge von seinen Gelehrten, die sagten, das Ilm ist ein Licht, lösche es nicht mit der Ungehorsamkeit aus. Das ist sehr wichtig. Wie ein Tabi'i sagte, jede ein Ayah im Koran, die wir gelernt haben und dann vergessen haben, eine Sünde ist darin schuld. Eine Sünde ist darin schuld, liebe Geschwister. Dieser Mann, dieser junge Mann, fürchtet Allah, denkt an Allah, denkt an die Grenzen Allahs, denkt an Hadith von Rasulullah, bewahre Allah, dann wird Allah dich bewahren. Dann hat er das Essen wieder hingelegt. Und ist wieder zu seiner Klasse zurückgegangen. Jetzt achtet auf die Antwort Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Er sitzt in der Klasse und dann kommt eine alte Frau in diese Klasse rein, zum Sheikh, zum Lehrer, und sagt, flüstert ihm etwas im Ohr. Was macht der Sheikh? Guckt sich um, suchend, sagt, wer möchte von euch hier heiraten? Der junge Mann dachte, ich, aber ich habe nichts. Er hatte seine Hand so schüchtern hochgehoben, hebt seine Hand hoch, sagt, komm her. Sagt er, hast du etwas? Sagt er, ich habe gar nichts. Dann sagt er trotzdem, komm mit, hat er zwei Zeugen mitgenommen, ist der Sheikh mit der Frau gegangen. Die gehen durch die Straße, die gehen die gleiche Straße rein, in der dieser junge Mann war. Weitere Schritte, die gehen in der gleiche Wohnung rein, wo dieser junge Mann drin war, wo er kurz davor war, Udu Billah Haram zu essen, damit er seinen Hunger stillen kann. Aber er fürchtet Allah. Er bewahrt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er die Grenzen Allah nicht überschreitet. Ein Muslim klaut nicht, ein Muslim stehlt nicht. Versteht ihr? Ein Muslim tut keinen Unrecht. Und an erster Stelle dürfen wir Allah keinen Unrecht tun, subhanahu wa ta'ala, indem wir seine Grenzen überschreiten. Wenn wir das getan haben, sofort Taube, sofort zurückkehren zu Allah. Eil zur Reue. Dieser junge Mann geht mit rein, die sitzen alle da, die Frau bringt das Essen, welches er vorhatte zu essen, aber auf unerlaubte Art und Weise, auf dem Tisch und mit mehr Essen noch drumherum, welches noch leckerer ausgesehen hat, als das, was er vorhatte zu essen. Dann hat er angefangen zu weinen. Sagt der Scheich, warum weinst du? Und die Frau hat vorher zum Mann gesagt, zum Scheich gesagt, mein Mann ist gestorben, hat mir eine Tochter hinterlassen und ein Geschäft. Und ich möchte meine Tochter verheiraten, einen Mann, der dieses Geschäft übernimmt. Der Junge fängt an zu weinen. Der Scheich sagt, warum weinst du? Dann haben die alle sogar mitgeweint. Dann hat er diese Geschichte erzählt, haben sie alle geweint, subhanallah. Sagte, ich habe auf das Haram-Essen verzichtet. Auf das Essen verzichtet, welches ich benötigt habe in einer Notlage, aber wegen Allah, weil er es mir verboten hat. Was hat Allah dann gemacht? Allah hat dann subhanahu wa ta'ala, sagt, Allah hat mir dann das Essen gegeben, worauf ich verzichtet habe und das Gleiche noch dazu. Und dann Allah schenkt mir noch eine Frau dazu und ein Rizq, einen ganzen Laden für mich. Und dieser Bruder, glaube ich, jetzt ist ein Alim geworden. Bewahre Allah, dann wird Allah dich bewahren. Aber liebe Geschwister, um Allah bewahren zu können, seine Grenze, subhanahu wa ta'ala, die Pflichten auch einhalten zu können, brauchen wir Iman. Ich könnte jetzt viele Geschichten erwähnen,
über dieses Thema, aber die Zeit ist knapp. Ich wollte nur 5 Minuten, das waren 4 und nächstes Mal machen wir den Rest, inshallah, Rabbil Alamin. So eine kleine Erinnerung für mich und für euch, damit ihr immer wieder hier hinkommt. Ich werde auch bereit, inshallah, sein, öfter zu kommen, inshallah, mit dem Bruder, inshallah, Rabbil Alamin, wenn ihr genehmigt, inshallah, um vielleicht gegenseitig unseren Iman zu stärken.